Vater im Himmel, Jahwe, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du zu uns reden willst und uns wirklich so immer mehr stärken willst durch das Wort. Und ich setze es jetzt frei in Jesu Namen. Erkläre unsere Ohren und Herzen für offen. Amen. Lebst du im Glauben oder im Sehen? Willst du gerne sehen, dass dein Glaube jetzt Substanz hat? Vielleicht hast du gerade eine Situation, wo du sagst, ich will doch endlich sehen. Ja, in der letzten Lektion, oder ja gesagt, in der Predigt am Sonntag ging es eher darum, um auch Glaube. Lebst du im Glauben? Lebst du im Sehen? Ich will dir sagen, du hast Glaube. Setze frei, was du hast. Zuerst passiert alles in der geistigen Welt. Das heißt, es ist wichtig, dass du sprichst über deine Situation. Und zwar das, was du gerade brauchst. Weil alles hat dir ja dein Vater im Himmel bereits geschenkt, wie wir gehört haben. Alles hat uns geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Ich liebe diesen Vers. Das heißt, du musst aber wissen, wie man damit umgeht. Hast du denn Gemeinschaft mit Jesus? Baust du dein eigenes Leben oder hast du wirklich Gemeinschaft mit ihm? Denn er will dir für deinen Lebensweg Offenbarungen schenken. Du musst wissen, wer du überhaupt bist, was in dir drinsteckt, was Gott dir überhaupt gegeben hat. Und das wirst du immer mehr in der Gemeinschaft mit Jesus kennenlernen. Es ist schwierig für die Seele, wenn du sagst, okay, ich sehe es noch nicht, aber ich will wissen, was das Wort Gottes sagt. Das heißt, du setzt dich gezielt hin, du fängst an zu forschen in der Bibel, du setzt dich damit auseinander, was Gott sagt in seinem Wort. Das ist für dich das Fundament. Aber oft suchen wir das Seelische, paaren das komplett mit unseren eigenen Gedanken, was wir hören, und dann muss es ja alles funktionieren. Aber lebst du im Glauben oder im Sehen? Willst du dein eigenes Leben bauen oder lässt du Gott dein Leben bauen? Du hast die Kraft, du hast alles vorbereitet, alles ist in dir drin. Aber du bist derjenige, der forschen sollte oder darf, wenn du wachsen möchtest in deiner Gesinnung, den sich hinsetzt und in der Bibel forscht. Denn Offenbarung, Erkenntnis und Weisheit, darum kannst du bitten, dass du immer mehr verstehst, wer du überhaupt bist, was in dir drin ist, damit du weißt, wie du lernst, in deinem neuen Wesen aus dem Geist heraus zu wandeln. Das ist das, was Gott sich für dich wünscht. Dass du immer mehr lernst, im Geist zu leben, zu wandeln, was es heißt, überhaupt ein Geistwesen zu sein. Denn der Körper besteht aus Körper, Seele und Geist. Die Seele ist das, was wir oft fühlen wollen, sehen wollen, verstehen wollen. Und es steht auch in der Bibelstelle drin, seelisch, irdisch, dämonisch. Warum steht es da in der Bibel drin? Naja, weil wenn das eigene Ich mehr im Zentrum ist, dann ist es genau das, die Natur Satans. Deswegen heißt es auch seelisch, irdisch, dämonisch. Wenn du aber anfängst, göttlich zu denken, und es fängt schon in der Bibel an, auch wenn du Sachen vielleicht nicht verstehst, nimm sie doch einfach in die Hand, fang an zu forschen, hör dir Predigten an, schau dir die Bibelstellen an. Bitte den Heiligen Geist um eine Bibelstelle, die nur für dich ist. Und dann auf einmal nimm es, indem du einfach sprichst, Herr, ich habe jetzt eine Bibelstelle, ich nehme sie und ich setze es frei. So, und dann hast du auf einmal einen Impuls von einer Bibelstelle, zum Beispiel Philipper 4, Vers 19. Oh Gott, du hast gesagt zu mir, du hast mich versorgt nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Was heißt es? Und dann denke über diesen Bibelvers nach. Okay, Versorgung, was ist denn überhaupt Versorgung? Ja. Herr, ja, schenkt mir eine Offenbarung über Versorgung. Versorgung ist nicht nur das Finanzielle. Versorgung ist auch ein Dach über dem Kopf. Versorgung ist auch Familie. Und Versorgung ist so, so viel in allen Bereichen. Eine Arbeitsstelle. Er kümmert sich um das, was wir brauchen. Er hat all unseren Mangel ausgefüllt. Welchen Mangelbereich hast du noch? Wenn du sagst, oh, dir fehlt Liebe, stopp mal. Gott hat dir Liebe geschenkt. Zeit, Gott hat dir das alles geschenkt. Was machst du daraus? Er will, dass wir lernen, das zu verstehen, was er uns gegeben hat. Gesundheit hast du bereits,
Aber wenn du nicht weißt, wie du es nimmst, stimmt, dann fehlt dir das. Deswegen brauchen wir Offenbarung. Deswegen wünscht Gott sich Erkenntnis, was in dem Wort drin steht. Wenn du ein Problem hast noch in deinem Leben, dann fehlt dir Erkenntnis. Also, und wie kriegst du Erkenntnis, indem du danach strebst, danach suchst? Forsche im Wort Gottes nach. Herr, ich will Erkenntnis, ich will Weisheit. Ich kann dir wirklich auch immer mehr die Bibelschule empfehlen. Fang mit dem Grundkurs an. Ich biete den Grundkurs an und dann können wir weitergehen in eine normale Bibelschule, eine geistige Bibelschule. Forsche im Wort nach, wie Gott sich das Ganze ausgedacht hat. Wer bist du denn? Und das geht immer mehr, indem du wirklich dich hinsetzt und sagst, okay, ich sehe es noch nicht, ich fühle es noch nicht, aber ich glaube dir, dass das, was dein Wort sagt, so ist. Du nimmst dieses Wort so einfach. Ja, dort steht drin, er hat mich versorgt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Er hat meinen Mangel ausgefüllt. Und dann nimm es einfach so, wie es steht. Mische nicht dazu oder sonst etwas, sondern nimm es, wie das steht. Und denke drüber nach, was steht denn da drin? Und Gott will dir diese Tiefe erklären, was im Wort steht. Gott ist so simpel, Gott ist so einfach. Aber wir machen manchmal daraus ein richtiges fettes Studium, dabei ist es nur ein einfacher Satz. Für was entscheidest du dich in deinem Leben? Willst du es kompliziert? Willst du es in deinen eigenen Vorstellungen, deinen eigenen Gedanken, wie Gott sein sollte oder darf Gott Gott sein? Baust du dein Leben noch aus der Seele heraus? Durch Begeisterung oder aus Angst? Oder in einer Ruhe und sagst, ich nehme das Wort, es ist so. Und wenn Gott was sagt, ist es so. Punkt. Ich glaube, dass es stimmt, denn ich lebe aus Glauben. Du bist ein Glaubensmensch. Gott will, dass du Dinge aus dem Geist nimmst, aus dem Geist gebärst. Wie machst du das? Indem du sein Wort glaubst, vom Himmel nimmst und freisetzt. Das Reich Gottes ist in dir drinnen. Es ist bereits da. Alles. Alles heißt alles. Nicht euer, das eine ist eine Ausnahme. Geht nicht. Alles heißt alles. Es ist alles bereits da. Alles, was du zum Leben brauchst, hat dir seine göttliche Kraft bereits geschenkt. Das heißt, er hat dir alles geschenkt. Alles heißt alles. Alles, was du brauchst zum Leben. Nimm es einfach, wie es da steht. Alles heißt alles. Es gibt keine Ausnahmen. Krass, oder? Das wünsche ich dir immer mehr, dass du so ein Bewusstsein hast dafür, was es heißt, das Wort alles. Baue Reich Gottes, indem du es freisetzt. Du nimmst einen Schritt nach dem anderen und sagst, Herr, da wo ich stehe, nehme ich Land ein. Zack. Denn das Reich Gottes ist mitten unter dir. Es ist in dir drin. Es will raus. Die Freude will raus. Die Kraft will raus. Wie ein Wasserhahn. Der voll ist, der ist immer mit Wasser voll. Du hast alles drin, mach ihn auf. Lass es raus. Es ist alles in dir drin. Bitte dem Heiligen Geist um Offenbarung, Erkenntnis und Weisheit, wie du leben sollst, wie du deine Probleme zu lösen hast. Denn er hat alles, der hat dir, er ist der Problemlöser. Weil Probleme sehen kann jeder. Und jeder hat irgendwo noch ein Päckchen. Das heißt, oh, da fehlt uns noch ein bisschen Erkenntnis. Dann nimm das. Nimm dieses Problem, sag, Herr, ich habe hier ein Problem. Ich bitte dich jetzt um Offenbarung, Erkenntnis und Weisheit. Ich nehme die Problemlösung von dir vom Himmel. Ich nehme es, ich habe es jetzt und setze es frei. Du lebst im Glauben. Und dann immer, wenn ein Zweifel kommen will, wenn ein Sturm kommen will, nein, stopp mal. Ich lebe aus Glauben. Ob ich sehe oder fühle, spielt keine Rolle. Seele, ich sehe diese Realität. Aber diese Realität ist nicht meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist das Wort Gottes. Und ich stelle mich wie ein stures Kind, bockiges Kind auf diese Bibel und sage, das, was lebendig ist, was Kraft ist, was mir hilft durch meine Situation, durch das Wort Gottes, die Wahrheit ist. Und die Wahrheit macht frei. Das heißt aber, dass deine Seele nicht unbedingt Spaß dabei hat. Deine Seele darf trainiert werden. Indem du sagst, Seele, ich sehe es, aber es ist nicht meine Realität. Wenn Gott sagt alles, heißt es auch alles. Ob ich sehe, fühle, spielt keine Rolle. Und das wünsche ich dir für diesen heutigen Tag, dass du das wirklich so anpacken kannst. Immer mehr lernst, im Glauben zu leben, was es heißt, im Glauben zu leben.
über Wasser zu gehen. Und ja, es ist eine spannende neue Herausforderung. Und ich finde es so cool, je mehr du das lernst, ist erstmal klar, die Seele will erstmal Angst haben. Guck mal, siehst du nicht? Und schau doch mal. Ja, ich sehe es. Ja, ich fühle es. Aber mein Gott hat gesagt, Punkt. Er hat meinen Mangel ausgefüllt. Er ist immer für mich da. Er lässt mich nie im Stich. Er ist mein guter Hirte. Er kümmert sich um mich. Ja, sprich das Wort Gottes über dein Leben aus. Somit wünsche ich dir jetzt einen schönen gesegneten Tag. Vergiss nicht, du bist gesegnet und du bist wertvoll in Gottes Augen. Amen.